Moin. So, wir sind jetzt heute am Samstag raus nach Portland. Also wieder zurück nach Oregon. Wir haben gestern Abend nochmal schnell unsere Pläne überdacht und über Bord geworfen und neu geplant. Wir hatten ja eigentlich noch eine Unterkunft hier für eine Nacht vom Sonntag auf Montag in Portland. Haben aber festgestellt, dass das nicht so ganz viel Sinn macht, weil wir, wenn am Sonntag die Gastgeber zurückkommen, ja irgendwas bei 15, 16 Uhr oder sowas vielleicht erst da wegkommen. Das heißt, dann fahren wir erst um diese Uhrzeit Richtung der anderen Unterkunft, hätten halt auch nur diese Zeit, um uns da was anzugucken. Und letztendlich dann halt auch, weiß ich nicht, Nachteil oder halt den Fakt, dass wir dann an dem Montagmorgen, wenn wir wieder auschecken und los müssen, ja, wieder einmal durch Portland durchfahren müssen. Das ist dann vielleicht zu Berufsverkehrszeiten nicht unbedingt die beste Zeit, da wir dann von dort aus nach dem Checkout ja nach Olympia gen Norden fahren. Daher haben wir uns gedacht, wir nutzen die Möglichkeit des sehr, sehr flexiblen Check-ins, Stornierung meine ich. Und zwar hatten wir eigentlich Check-in 15 Uhr am Sonntag, aber man konnte noch bis 15.59 Uhr stornieren. Also selbst nach dem Check-in, nach der Check-in-Zeit konnte man noch stornieren. Das heißt, das haben wir jetzt einfach gemacht. Wir haben diese eine Unterkunft auch storniert und uns einfach was Neues geholt. Und da wir ja mit unseren House-Sitting-Eltern abgesprochen hatten, dass das kein Problem ist, wenn die Hunde auch mal für 2-3 Stunden alleine sind, haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir nutzen den Samstag, wo auch meistens ein paar mehr Märkte in der Stadt sind, wie jetzt hier, wo wir gerade unterwegs sind, um uns Portland halt anzugucken, durch Old Town und anderes durchzuschlendern und dann anschließend uns halt mehr von der Stadt halt noch anzugucken, bevor wir dann halt wieder zurückgehen und vielleicht noch ein bisschen spazieren oder wie auch immer, und es auch noch den Vorteil gibt, dass vielleicht ja heute wahrscheinlich das bessere Wetter haben. Genau, von daher gibt es heute so ein bisschen Einblick vielleicht auf Straßenmärkte und sonstiges oder halt ein bisschen Eindruck von Portland selber. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Das hier ist mal ein ordentlicher Markt. Ich habe meinen ersten Taco schon verdrückt. Mein Chicken Taco. Und jetzt habe ich hier noch einen Kaktus Taco. Den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Handgepresste Tortillas. Und handgepresste Tacos. Und riecht und schmeckt bisher sehr lecker. Bibi stellt sich hier vorne bei der Bäckerei an. Dort gibt es Franzbrötchen. Wollen wir ja auch mal schauen, wie die hier so schmecken. Ansonsten ist es hier echt voll. Es gibt viele Essenssachen, Blumen. Es gibt hier Fleisch, Wurst, Käse zu kaufen. Deko, alles Mögliche ist hier. Also das ist der erste Markt. Hier haben wir auch direkt in der Nähe geparkt, in der Garage für 10 Dollar. Den ganzen Tag bis morgen Sonntag um 7 Uhr, also ist das kein Problem. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal um und dann schlendern wir nachher einmal durch Old Town durch Richtung zweiten Markt, wo wir noch hin wollen. Und letztendlich ist das auch einfach schon das Ziel, was wir haben. Und genau, ich würde sagen, probiere jetzt mal den Kaktus-Taco und gucken, ob ich das mit euch hinkriege oder wie das ausgeht. Habe ich definitiv noch nie vorher gehabt. Er haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker, muss ich ehrlich sagen. Aber es schmeckt trotzdem gut. Von daher esse ich den jetzt mal weiter auf und würde sagen, bis später. So, hier haben wir jetzt das Franzbrötchen. Was sagt denn die Frau dazu? Ja, lecker. Aber sehr viel Glasur. Und ziemlich klebrig. Ja, würde ich jetzt nicht als Franzbrötchen erkennen. Dann haben wir hier noch einen guten Brezel, einen guten deutschen Brezel und noch einen Brownie. Nee, das ist Mary Louise. Was ist das? Mary Louise. Aber ich dachte, der Inhaber ist ein Deutscher, hast du gesagt. Ja. Das ist doch ein deutscher Brezel. Aber das ist kein Brownie. Ach so, okay, gut. Also wir haben ja einen deutschen Brezel und einen Mary Lou, kein Brownie, aber sowas wie ein Brownie. Genau, wir sitzen hier immer noch auf der Bank. So weit sind wir eigentlich noch gar nicht gekommen. Aber jetzt sind wir ja ein bisschen gestärkt und mal schauen, was es hier gleich noch so gibt.
moin. Wir sind wieder zurück aus Portland. Damit auch wieder in Washington und werden demnach wohl ja auch nicht nochmal wieder nach Oregon kommen. Zumindest jetzt bei unserem Roadtrip. Ich bin wieder mit dem Hunden unterwegs. Wie man wahrscheinlich auch erkennt, werde ich ja leicht gezogen hier von meinen Schlittenhunden. Diesmal habe ich auch die Cobra dabei. Cobra ist jetzt eine circa ein Jahr alte, glaube ich, genau, hatte vor kurzem Geburtstag. Australian Shepherd Mix. Und noch sehr verspielt und lernt gerade quasi auch trocken zu werden. Klappt wohl auch schon ganz gut. Haben wir uns zumindest mal erzählen lassen. Wir sollen tagsüber alle anderthalb Stunden mit ihr einmal raus, dass sie weiß, wo Pipi machen gemacht wird. Und ansonsten in ihrem Körbchen hält sie es allerdings wohl schon, also jetzt ja die Nacht auch, acht Stunden bis zu acht oder sieben Stunden halt aus. Das heißt, abends vorm Schlafen gehen auf jeden Fall noch mal eine Runde und dann morgens entsprechend aufstehen und sie einmal auch auf jeden Fall mit als erstes rauslassen, dass sie einmal auf Toilette kann. Und wir waren jetzt halt ein bisschen in Port unterwegs, haben uns ja halt gedacht, wir schauen uns da mal die Märkte an. Das hat ja alles geklappt. Es war ja erst super Wetter, dann kam ein bisschen Regen, ein paar Regentropfen. Dann wurde das Wetter wieder besser. Dann sind wir noch mal auf einem kleinen Spielplatz und dann auch mit dem Auto wieder einfach rausgefahren. Was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, sind die ganzen Brücken, die es dort quasi im Übergang gibt, in Portland auch direkt. Und aber auch wieder die relativ hohe Obdachlosenquote. Ansonsten haben wir uns jetzt von Portland gar nicht viel angeguckt und haben jetzt quasi noch diese eine Nacht, die zweite Nacht jetzt hier, wo wir auf die Hunde aufpassen, bevor es dann morgen Nachmittag dann Richtung Norden geht, Richtung Seattle. Und dafür haben wir uns jetzt eine andere Unterkunft noch mal schnell gesucht für die eine Nacht, die dann auch noch ansteht, damit wir da nicht ganz so weit fahren müssen. Genau, für heute haben wir nicht mehr viel geplant. Vielleicht ein bisschen Kuschelzeit mit den Hunden. Und die Kinder sind schon am Spielen, glaube ich. Und dann machen wir nachher uns auch gemütlich essen. Vielleicht gucken wir einen Film oder sowas. Mal schauen, was man halt so macht, wenn man auf ein Haus aufpasst und zwei Tiere. Soweit erstmal von mir oder von uns. Wir sind jetzt hier quasi mal eine Runde nach draußen. Ansonsten ist ja eher mehr im Hintergarten spielen, das machen wir gleich auch noch. Weil wir auch einmal hier zum Briefkasten gehen und nach der Post schauen. Genau. Liebe Grüße, wir hören uns. Jetzt hier für eine Nacht in einem Hotel, das Best Western, haben wir uns ja spontan über Check24 wieder rausgesucht. Ich hatte euch das ja schon berichtet, dass wir das andere, was wir erst geplant hatten in Portland, storniert haben, ganz spontan noch einen Tag vorher, und uns jetzt hier in Woodland für das Best Western entschieden haben. Aus dem Hintergrund, dass wir dann nicht nochmal extra nach Portland jetzt runterfahren, um dann morgen früh wieder quasi quer über die Interstate dort wieder hinaus oder hinauf. Genau, wir haben das Haus, wo wir darauf aufgepasst haben, mit den Hunden so um 15, 15.30 verlassen. Da kamen die wieder an. Die waren übers Wochenende, wie gesagt, weg. Das hat alles wunderbar noch geklappt mit dem Aufpassen. Die Cora, jüngere Hund, war noch nicht so ganz stubenrein, deswegen hatten wir da vielleicht ein, zwei kleine Unfälle in der Wohnung, aber da macht man halt sauber und dann ist alles gut. Und darüber hinaus sind wir dann genau noch bis 15 Uhr dort verblieben. Die hätten gesagt, wir hätten auch eher abreisen können, wie gesagt, in deren Gatter oder sowas wäre das alles ja kein Problem gewesen.
die dort länger auch alleine zu lassen. Aber wir haben gesagt, wir haben jetzt nicht unbedingt Zeitdruck, hatten auch nichts groß geplant, dann auch irgendwo bestimmtes heute hinzufahren. Und von daher sind wir dann einfach bis 15 Uhr dort geblieben. Hatte halt den Vorteil, dass die Kinder auch noch mit den Spielsachen dort spielen konnten und wir jetzt nicht noch irgendwie groß andere Sachen planen mussten. Dann sind wir jetzt hierher gefahren, haben noch einen Spielplatz zwischendurch besucht. Es ist jetzt irgendwas bei 18.20 Uhr, glaube ich. Und genau, für morgen gibt es hier auch wieder inklusive Frühstück, also so ein Kontinentalfrühstück. Mal schauen, wie das hier ist. Bei dem La Quinta hatte das ja nachher von der Qualität ein bisschen abgenommen oder den Quality in. Und genau, danach geht es dann weiter nach Lake Bay, ist es glaube ich. Das liegt so ein bisschen nördlicher von Olympia und westlich von Seattle. Da werden wir circa in der Woche bleiben und passen dort auf Bailey auf. Bailey ist ein circa, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre alter Golden Retriever. Und wir sind da auch schon mal ganz gespannt, wie das so wird. Wir haben auch vor eigentlich, also der ist auch Autofahren gewöhnt und hat auch kein Problem damit, mit dem ein paar Tagesausflüge zu machen. Das ist auch vollkommen okay und gern gesehen von der Gastgeberin. Und schauen heute Abend mal, was wir da sonst noch so für die Woche planen. Ansonsten kommen wir dann morgen erstmal an. Haben da eigentlich nichts noch weiter geplant, dass wir irgendwo jetzt einen bestimmten großen Stopp machen. Hier gibt es noch einen großen Vulkan in St. Helen. Das wäre dann allerdings mit der Strecke dahin 5 Stunden Fahrt. Das haben wir jetzt erstmal nicht vor. Es gibt aber auch noch genügend andere Möglichkeiten, was zu machen. Und von daher werden wir hier morgen erstmal ganz gemütlich aufstehen, frühstücken, Koffer packen und uns dann halt quasi von hier auf den Weg dahin machen. Wie gesagt, dass wir so in circa 2:30 Uhr bei denen spätestens ankommen, also wird es wahrscheinlich eher 2, weil wir jetzt ja genügend Zeit haben, und machen dann auch irgendwie einen anderen Zwischenstopp zwischendurch, ist ja auch nicht das Problem, da wird sich schon noch irgendwas finden lassen. Genau. Ich werde jetzt mal hochgehen zum Zimmer. Wir hatten dann noch kurz uns mit den Eltern da unterhalten, dass zu dem House-Sitting, aber es gab dabei halt keine Probleme und von denen auch keine weiteren Fragen. Und von daher sind wir dann auch einfach abgereist, haben uns auch verabschiedet, mal kurz darüber gesprochen, dass was alles, was wir so gemacht haben, dass wir auch den einen Tag ja in Portland auf dem Farmers Markt waren, aber ansonsten gab es nichts weiter von den Anfragen, von uns auch nicht. Da schreibt mir jetzt eine Bewertung online über das Portal auch. Und freut sich, dass das eigentlich so gut geklappt hat, sowohl für uns als ja auch für die, dass sie jemanden fürs Wochenende gefunden haben. Genau, hier ist unser Zimmer. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein zu der Rasselbande und wir melden uns dann einfach morgen wieder. Bis dann! Erst eine späte Meldung von uns heute nochmal. Wir sind hier wohlbehalten nach einer Nacht in Woodland, wo wir im Westwestern waren, jetzt hier in Lake Bay angekommen. Oder Home. Home heißt die Stadt, glaube ich, sogar hier. Lake Bay heißt die Gegend. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein House-Sitting, wo wir auf das Haus und auf Bailey aufpassen, Golden Retriever. Der hat sich das da schon gemütlich gemacht. Der ist, so wie ich das mitbekommen habe, nicht gewohnt, dass er jemand noch so lange wach ist. Es ist jetzt 20:40 Uhr abends natürlich. Und genau, ihr habt vielleicht Videos noch von der Hinfahrt gesehen. Jetzt ist es aber alles schon stockduster. Als wir hier angekommen sind, das war alles noch so relativ gut in Zeit. Wir haben auf dem Hinweg noch getankt und wie gesagt, um 10:30 Uhr haben wir, glaube ich, ausgecheckt. Frühstück war relativ gleich im Best Western wie bei dem Quality Inn, um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Da haben wir alles gepackt und schon festgestellt,
dass die Lütte so ein bisschen am Kränkeln ist. Der Husten klang nicht mehr so, klang ein bisschen merkwürdig. Und sie hatte dann auch Fieber, erhöhte Temperatur. Der Große nicht, war aber auch ein bisschen quengelig. Genau, haben wir halt alles gepackt ins Auto und sind dann losgefahren. Wir hatten circa 2 Stunden Fahrt bis hierher. Haben, wie gesagt, dann noch die Zwischenstopps gemacht, um ein paar Lebensmittel einzukaufen, weil wir hier tatsächlich, was haben wir, 4 volle Tage, Anreise- und Abreisetag, also ein bisschen länger sind beim House-Sitting als jetzt nur das Wochenende vom letzten House-Sitting. Und haben ein paar Lebensmittel eingekauft, haben nochmal vollgetankt, sind dann hierher gefahren. Hier wurde uns dann alles gezeigt. Wir haben hier die Gastgeber, die Besitzer, ich muss mir mal irgendwie ein Wort dafür ausdenken, kennengelernt. Die haben uns alles gezeigt. Ein riesiger Garten hier. Ich glaube, 1 Hektar Land haben die oder irgendwas haben sie geschrieben. Und ich kriege hier irgendwie Mitteilung. Okay, ich muss ja noch was an die Frau schicken. Und genau, lass mich überlegen. Genau, haben draußen einen großen Spielplatz im Garten, einen riesigen Sandkasten, eine Feuerstelle, einen Spa-Bereich, einen riesigen Rasen, ein Trampolin, einen fahrbaren Traktor. Hier im Haus gibt es auch Spielzeug, Spielküche ohne Ende. Genau, ich werde euch hier auf jeden Fall nicht zu viel von dem Haus zeigen, einfach um noch wieder ein bisschen Privatsphäre aufzugeben. Hier ist mein kleiner Arbeitsbereich. Ich habe mir das hier mal bequem gemacht und werde hier abends immer noch mal ein bisschen arbeiten. Und gut, genau, die sind dann losgefahren. Wir haben hier den Nachmittag damit verbracht, mit Bailey ein bisschen kennenlernen und draußen spielen, vor allem auch bei dem guten Wetter noch. Wir sind hier direkt an dem See, zeige ich euch morgen alles nochmal bei Tageslicht. Und waren draußen aktiv und dann haben wir Abendessen gemacht. Und beim Abendessen hat sich der Husten dann von der Lütten noch schlechter angehört. So richtig bellen halt. So, wer jetzt Kinder hat, der weiß, ein bellender Husten beim Kleinkind ist immer irgendwie so eine Tendenz oder auch eine Verdacht auf Pseudogrupp. Und da haben wir uns dann halt schlau gemacht, wollten gar nicht lange warten. Hier gibt es in der Nähe ein Urgent Care, heißt das. 20, 30 Minuten Fahrt waren das, glaube ich. Und die soll man immer als erstes anfahren, bevor man in ein Krankenhaus fährt. Krankenhaus wird hier nur für lebensbedrohliche Geschichten oder halt Krankenwagen gerufen. Und die hat noch bis 21 Uhr auf. Das heißt, wir sind direkt am dort angerufen, ob das passt. Wie wird da angerufen? Wir haben gesagt, okay, kommen Sie her, 1/2 Stunde Zeit, ist kein Problem. Wir also alle Mann und Hund ins Auto, weil wir hatten das vorher abgesprochen. Wir sind hier in der Nähe von dem Olympic National Park. Wir wollten auch da gerne mal hin. Und Billy soll nicht so lange alleine sein, ist ja kein Problem. Und fährt wohl auch gerne Auto. Also haben wir gedacht, auch jetzt heute Abend, wir nehmen Billy direkt mal mit ins Auto und probieren das direkt aus, wie das funktioniert. Und es hat hervorragend funktioniert. Sind dann also nochmal da zu dem Urgent Care hingefahren. Wie ist dann mit der Lütten rein, während ich mit dem Großen und Bailey draußen gewartet habe. Wir sind eine Runde spazieren gegangen. War also auch ganz gut, da konnte der Große Bailey noch ein bisschen kennenlernen. Ansonsten war er wieder erst etwas skeptisch. Ein großer Hund kommt immer an, wedelt immer rum. Und wenn man dann hier in der Hocke ist und gerade am Spielen, ist dann schon ein bisschen überrumpelnd auch. Nichtsdestotrotz wurde immer besser. Und dann kam Vivi auch wieder raus mit der Lütten. Tatsächlich hatte sich das bestätigt, Pseudogrupp. Hat jetzt auf jeden Fall direkt Medikamente schon bekommen. Nebenan war eine Apotheke. Wir haben noch weitere Sachen abholen können. Und ich würde mal sagen, Glück im Unglück. Also erstens, wir haben es halt relativ zeitnah festgestellt. Zweitens, wir sind direkt zum Arzt gefahren. Mit Medikamenten haben wir jetzt die Möglichkeit, das schnellstmöglichst halt auch zu behandeln. Und drittens haben wir jetzt hier gerade ein House-Sitting und Hund-Sitting. Über halt 5 Tage hinweg, würde ich jetzt mal so grob zusammenziehen. Das heißt, wir wechseln jetzt auch nicht so oft den Standort unbedingt und die Leute kann sich dann halt auch natürlich auch ein bisschen erholen. Wir können drinnen spielen, hier ist es warm. Genau, ich würde sagen, dass das hätte schlimmer ausgehen können. Und wir hoffen einfach, dass sich das jetzt natürlich mit den Medikamenten dann auch schnell wieder abklingt. Der Große war soweit ganz fit. Die sind tatsächlich heute auch erst mal, also erst denn erst, 21 Uhr ins Bett, sehen sogar noch später, ist halt mal so. Genau. Das nehme ich dann einmal dazu. Ansonsten ist Vivi jetzt schon direkt mit der Lütten im Bett liegen geblieben. Die ist jetzt noch spät, die ist erst um 22 Uhr ins Bett. Die ist nämlich auf dem Rückweg vom Urgent Care schon eingeschlafen im Auto. Sah auch richtig schlapp aus, ist aber hier wieder wach geworden und
Da haben wir ihr jetzt noch ein bisschen Zeit gegeben, auch ein bisschen auch zu spielen, vielleicht noch mal sich zu bewegen, bevor es jetzt ganz in Tiefschlaf geht. Und Vivi ist ja gleich liegen geblieben. Ich werde jetzt hier noch, musste noch was mit der Arbeit klären, das habe ich gerade hinter mir. Und genau, würde vielleicht dann noch mal ein Hop-Tube springen. Ansonsten ist für heute aber auch nicht mehr viel. Und für morgen hatten wir eigentlich geplant, nach Olympia zu fahren und die Stadt noch mal anzugucken. Da wir aber ein paar Tage haben, sind wir da recht flexibel und gucken mal einfach, wie es der Kleinen geht. Genau. Und planen halt alles weitere sonst im Laufe des morgigen Tages. Das nochmal als Update von heute, damit ihr da Bescheid wisst. Und würde sagen, ich sage schon mal gute Nacht. Und wir sehen uns wieder bei Tageslicht. Bis denn.